Hallo, du wundervoller Mensch, ich grüße dich ganz herzlich. Ich habe ein wunderschönes Channeling gerade gehabt und das möchte ich sehr gerne mit dir teilen. Und zwar habe ich es aufgerufen, weil ich die Nase voll habe. Mir reicht's. Ja, die ganzen Corona-Maßnahmen, der ganze Irrsinn da draußen, die unlogischen Zusammenhänge. Ich habe einfach die Nase voll. Es reicht mir wirklich total. Und aus diesem Grunde, weil ich es einfach wirklich auch nicht mehr ausgehalten habe, bin ich in ein ganz tiefes Channeling, also erst in eine Meditation und dann in ein Channeling gegangen. Und daran möchte ich dich sehr gerne teilhaben lassen, weil ich glaube, dass die Informationen sehr, sehr wichtig für uns alle sind. Also ganz viel Freude. Ja, also es wurde mir aufgezeigt, dass wir alle, also wenn ich sage alle, meine ich nicht alle. Du musst natürlich schauen, ob das mit dir in Resonanz geht. Ja, aber viele von uns haben im Moment eine sehr hohe Wut. Also die Reizschwelle ist einfach erreicht. Wir halten es einfach gefühlt nicht mehr aus. Jeder hat da so seine ganz eigenen Triggerpunkte. Dem einen fällt die Decke auf den Kopf, der andere hat großes Mitgefühl mit Familienmitgliedern, die vielleicht alleine sind. Vielleicht bist du auch jemand, der sehr viel alleine ist. Vielleicht hast du Ängste vor der Krankheit, wirtschaftliche Nöte, was auch immer. Ja, auf jeden Fall haben wir alle unsere Triggerpunkte, die uns sehr, sehr reizen und die uns explosionsbereit machen. Ja, der eine implodiert vielleicht nach innen, der andere ist bereit, nach außen zu explodieren, aber auf jeden Fall diese Explosionsgefahr, die ist sehr, sehr groß und die ist sehr stark im Feld. Und es wird auch gesagt, dass das wichtig ist. Es wird uns auch aufgezeigt, dass wir dazu neigen, und da kann ich mich ganz klar drin wiederfinden, dass wir unsere Wut, unsere innere Wut nach außen projizieren. Ja, also ich könnte im Moment regierungstechnisch reinschlagen. Ich sehe es einfach nicht mehr ein. Ja, sogar das schlechte Wetter projiziere ich auf die Regierung. Ja, also das ist schon auch sehr, sehr unlogisch gerade bei mir. Ich spüre einfach einen enormen Druck. Und es wird gesagt in dem Channeling, dass wir schauen sollen, was ist da in uns? Natürlich haben wir einen sichtbaren Schuldigen, ja, sei es die Maßnahmen oder die Regierung oder das Wetter, ja, oder die finanzielle Not oder was auch immer. Aber wir sollen hinschauen. Das ist nur das Sichtbare im Außen, das etwas widerspiegelt in uns im Innen, ja. Ich zum Beispiel habe genug mit Innenschau, habe ich gedacht, ja, ich hätte genug mit in mich gehen und genießen, dass man ein bisschen mehr Ruhe hat. Ich hatte das Gefühl, mir reicht's. Und über das Channeling wurde mir gesagt, jetzt betreten wir die nächste Ebene. Ja, wirklich noch tiefer hinschauen. Was ist das für eine Aggression in uns? Was ist das für eine Trauer in uns? Für eine Wut in uns? Für eine Hilflosigkeit? Für ein Ohnmachtsgefühl? Was ist da tief in uns? Und in diesem Zusammenhang wurde mir etwas ganz Spannendes vermittelt. Die genauen Gründe, warum das so ist, die sind mir noch nicht ganz klar, aber ich möchte sie auf jeden Fall mit dir teilen. Und zwar wurde gesagt, dass wir kollektiv gerade eine Ebene der vierten Dimension, ja, wie durchschreiten, so wurde es mir gezeigt, das ist ja letztendlich erfahren. Und es wurde gesagt, dass die vierte Dimension Chaos verursacht. Deswegen ist hier auch immer nur so ein kurzer Übergang bis in die fünfte. Fand ich auch super spannend. Dieses Chaos liegt daran, dass als würde wie Materie sich auflösen oder zerfallen. Genau, zerfallen wird gesagt, nicht auflösen. Und das soll angeblich bei allen geraden Zahlen der Dimensionen sein. Also zweite Dimension, vierte Dimension, sechste, achte, zehnte, zwölfte. Bei den ungeraden Dimensionen, erste, dritte, fünfte, siebte, neunte, elfte, scheint das nicht so zu sein. In ungeraden Zahlen soll sich die Form wieder finden, also Materie, Form, Haftigkeit sichtbar sein. Und darum ist es im Moment bei uns gerade so chaotisch, weil wir sehr stark die vierte Dimension durchschreiten, in der fünften noch nicht richtig manifest sind, auch dies noch nicht richtig zum Ausdruck bringen, das noch nicht richtig erfahren, manchmal phasenweise, aber da sind wir noch nicht stark genug, noch nicht kraftvoll genug. Und deswegen durchschreiten wir gerade die Ebene der Auflösung, des Zerfalls. Und das würde eben auch jetzt in Kürze sichtbar werden, wie das ganze System in sich zusammenfallen wird und dann eine neue Form entstehen wird. Was in Kürze heißt,
das weiß ich nicht. Was zerfallen heißt und neu entstehen im Detail, im Einzelnen, kann ich dir so auch noch nicht beantworten. Entweder kriegen wir die Informationen noch oder wir werden es sehen. Aber es scheint jetzt doch zügig voranzugehen, das wurde mir auch gesagt. Allerdings auch immer noch mit Herausforderungen. Ja, das war so eine Erklärung, die fand ich sehr, sehr spannend, dass wir dadurch, dass wir durch die vierte Dimension gerade in die Erfahrbarkeit gehen, sich alles auflöst und wir auch das Gefühl haben, wir halten das nicht mehr aus. Das ist wie so eine Kette, die auch in uns selbst sprengt, ja, gefühlt im Körper, gefühlt in unserer Seele, in unserer Psyche, ja, und somit diese Kette muss auch sprengen, weil wir in ein höheres, erweitertes Bewusstsein gehen. Also es ist wie der Ring, der jetzt ums Herz herum gesprengt wird, das ist die vierte Dimension, Herzchakra, kann man auch damit in Verbindung bringen. Habe ich meinen vorletzten Podcast gemacht, Folge 256, kannst ja mal reinschauen, dass die vierte Dimensionsebene als Herzensebene, da wird jetzt ein Ring, eine Kette gesprengt und darüber wird dann die fünfte Dimension erfahrbar, wo sich dann auch wieder die Formen bilden. Formen sind nicht nur das, was wir sehen und anfassen können, sondern auch die Strukturen, die gesellschaftlichen Strukturen. Ja, und da müssen wir jetzt einfach durch. Und ich fand das total entlastend, auch wenn es mir, doch es geht mir besser mit den Informationen. Aber ich spüre natürlich immer noch so den inneren Widerstand gegen das, was ist. Und da hat mir das Channeling natürlich auch ganz wunderbar bildlich aufgezeigt, dass das wie bei so einem psychedelischen Trip ist. Ne? Also jeder, der schon mal Ayahuasca gemacht hat, Yorima, Pilze, weiß, wovon ich spreche. Weil wenn du in solch einer schamanischen Trance-Reise unterwegs bist, dann gibt es manchmal Momente, da steckst du wie fest. Da drehst du dich im Kreis und kommst aus einer Erfahrungsebene nicht wirklich raus, weil du total im Widerstand bist, da reinzugehen oder das anzunehmen. Und das kann sehr, sehr lange dauern in manchen Situationen. Und erst wenn du es geschafft hast, dich hinzugeben und hineinzugehen, geht die schamanische Reise weiter und dann wird es auch wieder total schön. Ja? Und in diesem Channeling wurde mir ganz, ganz deutlich gezeigt, wie im Moment unser Verstand versucht, unser Erwachen zu boykottieren. Da mache ich auch noch mal ein anderes Video zu. Jetzt soll es erstmal an der Stelle reichen. Also wenn es dich interessiert, was wir hier so machen auf diesem Kanal, sehr gerne lass mir dein Abo da, aktiviere auch gerne die Glocke und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du es likest, vielleicht sogar auch mit deinen Freunden teilst. Also, Fazit nochmal. Schau innen, was dich wütend macht. Schau innen, was du nicht mehr mit dir selber aushältst. Schau innen hinein, was dich traurig macht, was dich ängstlich macht. Die äußeren Anreize, diese Empfindungen zu fühlen, sind nur Hilfestellungen, dass du weißt, wo du im Innen nachsuchen sollst. Von Herzen das Allerschönste für dich. Deine Linda.